Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich möchte euch heute so ein bisschen mit den Farben von Frenel, mit den Frühlingsfarben ein bisschen anstecken, um ja so eine Art klassisches Design zu zaubern, wie ich es hier schon mal so vorbereitet habe. Und das möchte ich euch natürlich zeigen. Es ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Variante, wie man ganz schöne Akzente setzen kann. Ich habe mich jetzt hier bei diesem Motiv ein bisschen orientiert mit den Gelb, Orange und Pinktönen, Neonpink bzw. Koralleton. Wie man das macht, wie man gewisse glasige Untergründe erzielt, das zeige ich euch jetzt und ich hoffe, ihr habt dabei viel Spaß. So, ich habe mir hier schon ein paar Farben aufgelegt, die ich dafür verwenden möchte. Da haben wir zum einen das Natur mit der Nummer 46, die Zitrone mit der Nummer 31, das Glimmer-Zitrone mit der 103, das Glimmer-Peach mit der 188, das Hellorange zum Beispiel mit der 350. Wie wir das verwenden, das werden wir dann so nach und nach sehen. Dann habe ich einmal hier das Koralle, das ist die Nummer 16. Das Neon Candy Pink mit der 437. Hier haben wir Nude Lachs und Nude Beige. Ich werde im Anschluss noch ein, zwei weitere Designs abdrehen. Deshalb habe ich hier dann schon mal ein bisschen was aufgelegt, damit wir dann hintereinander weg ein bisschen was zaubern können. Und hier sind wir angelangt bei dem Spring Green und das ist das Grasgrün. Das hat so Glimmerpartikel drin. Ich habe natürlich heute passend auch die Handschuhe gewählt, weil ich rumsau wie immer. Und wer mich kennt, weiß das. Ich habe mir hier so ein Einwegglas als Unterlage, da gibt es so kleinere gewählt. Da kann man ganz gut auch mal ein bisschen experimentieren. Ich habe hier als Unterlage dann noch was, was ich brauche, denn wir brauchen natürlich auch noch den Rapid Finish. Das ist ein Versiegler ohne Schlitzschicht. Ihr könnt natürlich jede Art von Farbe wählen, die ihr in euren Schubkästen habt oder euch gekauft habt. Und natürlich wichtig ist nur einen Versiegler ohne Schlitzschicht. Das ist die einzige Voraussetzung, was es haben muss. Und da könnt ihr jede Art und Weise wählen. Ich werde mir hier auf meinen Trägerpapier, da habe ich hier so ein spezielles Papier, da hat mich eine Abonnentin angeschrieben, die hat mich gefragt, was das ist. Ich werde es euch zeigen. Und zwar ist das so etwas, das nennt sich Transparent Parettafolia. Ich kann es euch nicht sagen, es sind jeweils 20 dieser Teilchen drin. Die habe ich in Lila und in so einem Silber. Bekommt man in diversen Bastelläden zu kaufen. Und damit könnt ihr eigentlich auch Wunschdruck üben. Ihr könnt das auch wieder abwischen. Ihr könnt das sogar mehrfach nutzen. Ist also gar kein Problem. Das ist so eine schöne, ja, etwas festere Lampionfolie. Man kann natürlich auch basteln. Kerzenlichter und so. Aber wir sind ja bei Ostern. Und Frühling, da wollen wir keine Lampions mehr basteln, aber wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen unser Design. Ich werde mir jetzt hier großzügig von diesen Rapid Finish auftragen, einfach weil ich sehr viel jetzt hier brauche, weil ich sehr viel damit benötige. Was Voraussetzungen, natürlich eure Nagelmodellage habt ihr gemacht. Ich habe jetzt mal einen naturfarbenen Tipp gewählt. Ich denke einfach, kommt an der normalen Modellage unten drunter eigentlich ziemlich nah. Manche haben vielleicht noch ein Make-up-Gel drauf. Es ist also mit jedem Untergrund eigentlich ganz gut machbar. Was ich jetzt mit diesem glasigen Verlauf natürlich nicht empfehle, ist natürlich jetzt hier mit French unten drunter zu arbeiten. Wenn ihr jetzt komplett nur weiß habt, ist das auch okay. Ansonsten einen transparenten bis naturfarbenen Nagel, das sollte eigentlich die Grundvoraussetzung sein und die Grundvorlage. So, ja, eigentlich ist es nicht viel Hexenwerk, aber es sieht wirklich schön aus, finde ich zumindest. Und ich
ja, guck auch immer, wie, was könnte ich gestalten, wie könnte ich jetzt gewisse Farben miteinander kombinieren, und das fand ich ganz toll. Anfangen werde ich einfach Grund, ne, also ihr habt den Nagel vorbereitet, bei diesem glasigen Design, dass es euch ein bisschen besser durchscheint. Wäre es gut, wenn ihr vorher praktisch alles fertig habt, einmal versiegelt habt, und dann kann es eigentlich losgehen. Ich benutze für das erste Design das Candy Pink. Da nehme ich mir jetzt hier so eine Masse auf. Die ich dann auch noch mal benötige, wenn ich feinere Stellen bedecken möchte. Und das setzen wir als erstes hier großzügig ein paar Punkte ab, so wie ihr das beim Marvel Design ja auch kennt. Einfach damit ihr da eure Farbverläufe so in etwa, wie ihr es am besten oder am liebsten hättet, da setzt. Dann nehme ich mir noch etwas von dem Neon Candy, setzt das relativ mit hier so. Das muss nicht ordentlich sein, ne? Also ich saue jetzt hier auch rum. Deswegen haben wir ja Handschuhe, gar kein Problem. Setzt ihr euch hier noch mal so ein paar Sachen auf. Am besten ihr nehmt euch immer einen ganz alten Pinsel zum Verteilen. In dem Fall habe ich auch so einen relativ alten Pinsel, weil ich mir den Holzstiel natürlich mit Alkohol sauber machen wollte. Wie so üblich, ne? Bei der Silvi. Wer mich kennt, weiß das. So, um einen schönen Verlauf zu haben, brauche ich natürlich Gelbtöne. Hier haben wir natürlich das Zitrone, jetzt in dem Fall von Frenel. Ich finde halt die Farben sehr cremig, sehr, sehr schön. Setzt euch da ruhig ein bisschen was ab. Immer wieder sauber machen. Und jetzt setzt ihr als erstes die Grundlage für dieses Design. Ihr geht mit dem sauberen Pinsel. Also wie gesagt, ihr guckt jetzt nicht hier auf den Pinsel, der ist wirklich sehr geschrottet. Aber der ist für diesen Fall, weil der hier so ja, eine Viererlänge hat oder Viererbreite, ganz optimal und recht weich, nicht zu hart. Jetzt geht ihr in das Rapid Finish, taucht den Pinsel gut ein, arbeitet den nochmal so ein bisschen auf eure Unterlage schön ein. Und dann tupft ihr als erstes. Und ich würde sagen, damit das einen besseren Verlauf gibt oder für euch den schöneren Verlauf, geht ihr praktisch einmal an der oberen Seite recht locker quer rüber und dann tupft ihr euch schon nach unten. Ab einer bestimmten Menge, wo ihr merkt, wo die Farbe dann einfach zu viel pink vielleicht ist, nehmt ihr euch einfach die Farbe wieder ab. Geht nochmal in den Rapid Finish und dann bleibt ihr immer, geht ihr stückweise rein, dann habt ihr eigentlich nie versaut. Dann geht ihr hier auf der Seite so ein bisschen und tupft euch das so ein bisschen zurecht. Hier auch. Und so geht ihr Stück für Stück nach unten. Könnt dann auch wieder hier seitlich hochgehen, je nachdem, wie es euch gefällt. Und dann wieder abstreichen. Und jetzt geht ihr nochmal in den Rapid Finish oder in dem Versiegler ohne Schwitzschicht. Und ihr merkt, ich zeige es euch jetzt nochmal, dass hier schon leicht so ein, ja, so ein durchscheinender Effekt entsteht, ne? Den wollen wir ja erreichen. Wir wollen kein hochdeckendes Ergebnis haben. Das könnt ihr natürlich mit Glasgel natürlich auch so erreichen. Und dann geht ihr ganz vorsichtig einmal nach unten. Und ich merke jetzt gerade, dass mir jetzt hier zu viel Pink und zu viel Rot, dann fehlt mir noch ein bisschen Gelb. Dann gehe ich diesmal in das Natur zum Beispiel rein. Das ist so ein Gelbton mit einem Glimmereffekt. Setze mir den jetzt hier oben dran und ziehe mir den auch so ein bisschen nach unten hinein. Und hier möchte ich jetzt das Gelb weiter verstreichen. Und immer mit dem Rapid Finish
in Verbindung oder mit dem, in eurem Fall oder im gesetzten Fall mit dem Versiegler ohne Schwitzschicht. Und so könnt ihr ganz leicht so einen glasigen, ja, so eine glasige Optik erreichen. Es muss nicht immer gleichmäßig sein, es kann hier oben so ein bisschen angedeutet sein. Ich finde eigentlich diese Varianten alle sehr, sehr schön. Ich zeige euch aber dann auch noch mal einfach, wie ihr die einfachste Methode erreicht oder so ein bisschen wie in meiner Vorlage aussah. Ich zeige es euch noch mal so. Hier habe ich es eher wie so ein Farbverlauf gemacht. Jetzt machen wir mal die andere Variante. Ich zeige euch aber dann auch noch mal, wie das geht. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich hätte aber noch gern ein bisschen hier in diesem Fall ein kleines bisschen Gelb noch dabei. Also nehme ich mir wieder ein bisschen von dem zum Glimmer auf, hier in dem Fall von Natur, und setze mir jetzt hier nochmal das Gelb mit hier ab. Pinsel sauber machen. Und wieder in den Rapid Finish und dann vorsichtig auftupfen, wenn er jetzt gerade partiell arbeitet, und dann hier so ein bisschen verstreichen. Dann habt ihr hier so eine Art glasiges Design. Ist nicht ganz deckend, und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja diesen glasigen Effekt haben. Das ist jetzt so aktuell auch sehr im Trend, mit vielen Farben zu kombinieren. Da gibt es demnächst von mir noch ein bisschen mehr, weil ich mich da so ein bisschen reingearbeitet habe, weil mir das ganz gut gefällt. Ja, da sind wir schon mit der Grundlage fertig. Die härten wir aus, und in der Zwischenzeit, wie das aushärtet, zeige ich euch natürlich wie ich das in der Vorlage gemacht habe, weil es einfach nochmal eine Art schnelleren Blendens wäre. Ihr geht praktisch mit einer Grundfarbe wieder rein, hier in dem Fall mit diesen Koralle, und dann geht ihr hier von oben nach unten. Da könnt ihr entweder ganz dünn erstmal arbeiten in zwei Schichten. Das ist gar nicht so, das müsst ihr ein bisschen austesten. Ich finde es eigentlich, man muss es nicht zu akkurat machen. Natürlich, ein Haar sollte hier nicht drin sein. Das wollen wir nicht. Jetzt muss ich mir schon wieder neue Tupfer organisieren. Und jetzt geht ihr, ne, machen wir hier das Feder nochmal weg. Und jetzt gehen wir in das Gelb. Und da könnt ihr mit zwei Gelb-Varianten auch arbeiten. Wir gehen jetzt mal in das Zitrone hinein. Das setzen wir uns hier auf der Seite ab. Oh, jetzt habe ich es schon verzogen, habt ihr gesehen. Sollte eigentlich hier, ohne in das Rot zu kommen, aufgetragen werden. Ist aber gar nicht schlimm, weil wir verziehen es ja eh jetzt gleich. Und zieht das jetzt hier so runter. Und ihr merkt, dass da schon der leichte Übergang schon entsteht. Ein flammender, also kein akkurater Farbverlauf oder Ombre. Das möchte ich hier gar nicht erzielen. Ich gehe jetzt wieder in den Rapid Finish. Den tue ich aber nur in den Pinsel einarbeiten, ausstreichen, dass nicht zu viel dran ist. Und dann gehe ich eigentlich da hinein. Und das kann ich so oft machen, wie ich das schön empfinde. Zum Beispiel hier seht ihr, dass ich da nochmal nachgesetzt habe. Da könnt ihr das auch erstmal anhärten lassen und dann nochmal ein zweites Mal drüber gehen. Das ist also, ne, eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das Einzige ist halt, ihr müsst gucken, dass ihr, wie ihr am liebsten eure Verläufe haben wollt, oder diesen Verlauf in dem speziellen Fall. Und ich mag es eigentlich so, wenn es ein bisschen, ja, von allem was. Es muss nicht so akkurat sein. Ihr könnt jetzt hier in dem Fall zum Beispiel auch mal mit dem schimmernden Gelb noch arbeiten, und den setzt ihr dann einfach hier so mittig drüber. Und ich mache das, ihr seht das, alles nass und nass. Es lässt sich gut mit diesen Farben von Frinil zum Beispiel hier absolut toll machen. Deswegen liebe ich das auch. Macht dann den Pinsel einmal richtig sauber und trocken. Und dann könnt ihr auch diesen
Verlauf hier nochmal korrigieren. Ich hoffe, ich bin im Bild. Gehe dann nochmal drüber, ganz leicht. Und erziehe dann einfach so eine Art Verlauf. Hier ist mir jetzt ein bisschen zu viel Gelb hier vorne. Da gehe ich nochmal in das Rot hinein, beziehungsweise in das Pink. Da könnt ihr auch mal in das Neon Pink noch mit. Ziehe mir das jetzt hier einfach nass mit hinein. Wichtig ist, dass euer Pinsel sehr weiche Borsten oberhalb hat, nicht zu fest gespannt ist. Dann bekommt ihr das eigentlich ganz, ganz toll hin. Und zum Verblenden jetzt einfach wieder den Pinsel sauber machen, trocken und dann vielleicht sogar vom Verlauf her in der Mitte nach oben. So, da habt ihr eigentlich schon diese Grundlage, wie ich es in meinem Beispiel hatte. Wäre praktisch die zweite Variante. Ihr könnt aber auch ohne den Rapid arbeiten, also ohne den Versiegler, indem ihr einfach rechts die Farbe 1, links die Farbe 2, aber in der Mitte hier ja einen halben Millimeter Platz lasst. Und dann geht ihr mit einem trockenen, langen Pinsel, am besten so ein Full-Cover-Pinsel. Da könnt ihr das auch ganz gut verteilen, in dem Fall vielleicht sowas mit ganz langen Borsten, wie jetzt meiner hier zum Beispiel. Der hat ganz, ganz, ganz lange, weiche Borsten und da könnt ihr natürlich dann hier in dem Verlauf auch ganz weich arbeiten. Ich habe euch das Licht weggemacht. Da müsst ihr ein bisschen probieren. Das lässt sich ganz gut machen und dann könnt ihr den relativ sauber verarbeiten. Das wäre jetzt zum Beispiel unser Beispiel 2. Das härten wir dann auch nochmal aus. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Design. Von unserem ersten, ihr seht, ausgehärtet und hat so eine leichte, durchschimmernde, ne, Optik. Der ist nicht ganz deckend, die Farben übereinander, aber die sind unheimlich schön ineinander verzogen, sodass dies dann trotzdem auch ausreichend ist. Und das ist ja dieses Design, was wir erreichen wollen, dass es so ein bisschen glasig erscheint. Ja. Als kleine Nailart könnte man jetzt hier einfach Rosen setzen mit beiden Farben. Das habe ich in dem ersten Beispiel auch gemacht. Da nehmt ihr euch wieder euren Pinsel, euren Malpinsel. Aber in dem Fall, jetzt hier vorher, möchte ich noch die Oberfläche vorbereiten, sodass ich so eine leichte Nass-Nass-Technik erreiche mit den Rosen. Dazu nehme ich mir ein bisschen Gelb. Das könnte ich sogar jetzt hier schon mit Nein mischen, wo ich vorhin ausgestrichen habe. Nehme mir ganz viel von dem Versiegler nochmal und ziehe mir jetzt hier in der Mitte eigentlich egal, ihr könnt auch an der Seite arbeiten, aber das, ich wollte den Schimmer eigentlich nicht links und rechts, deswegen mache ich jetzt hier wieder was weg. Ich will ja die Rosen in der Mitte einarbeiten, deswegen dass sie bis in anfangen zu schwimmen. Das ist mein Ziel, was ich erreichen will. So, und dann einen schönen Malpinsel, je nachdem, wie ihr zum Beispiel malen könnt. Den arbeite ich auch immer noch mal in dieses. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen. Haben wir jetzt noch ein bisschen was frei. Arbeite mir den Pinsel noch mal ein, dass der schön fluffig ist. Und dann gehe ich in die pure Farbe hinein. In dem Fall habe ich ja beide Farben. Ich habe hier Koralle und Neon Candy Pink sowie Gelb, beziehungsweise das Zitrone. Und da kann man im Wechsel jetzt einfach hier so ein bisschen was reinsetzen. Ich würde jetzt einfach, damit wir ein anderes Beispiel noch haben, hier oben anfangen. An der roten Stelle oder beziehungsweise an der pinken Stelle würde ich mit Gelb anfangen. Einfach, dass man
da einen kleinen Unterschied hat. Jetzt muss ich mir natürlich hier ein bisschen, ich nehme jetzt ein bisschen hierher. Jetzt versaue ich mir natürlich den Pinsel, aber das ist jetzt egal. Ich will es euch hier zeigen. Schön einarbeiten. Und dann, dass ihr an der Spitze euren Tropfen habt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich am besten hier arbeite, damit ihr auch was seht. Setze ich hier wieder meinen Halbkreis. Und dann setzt ihr euch beliebig eure Röschen. Immer zwischendurch auch mal einen Pinsel wieder sauber machen. Da, wo ihr denkt, ruhig nochmal nachsetzen. Das ist jetzt nicht so akkurat. Manchmal liegen einem die Rosen gut, dann liegen sie wieder nicht. Also das geht auch mir so. Also keine Angst. Muss man manchmal ein bisschen mehr üben. Perfekt sind sie nie. Mittlerweile ist es für mich zumindest akzeptabel. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Rosen malt. Es ist wirklich nicht immer der Tag der Rosen, ne? Also das habe ich auch schon gemerkt. Da, wo es euch jetzt in den Fingern brennt, zu ziehen oder nachzusetzen, setzt ihr schön nach. Hier gefällt mir zum Beispiel diese Bogen nicht. Dann setze ich hier an und setze das so schräg nochmal und lasse es einfach verlaufen. Also, so dass ihr diese angesetzte Rose in den Gelb jetzt habt. Das langt mir jetzt eigentlich schon und jetzt setze ich hier unterhalb mit dem Pink noch mal an, dann nehme ich mir noch ein bisschen hierher und da muss ich ja auch einarbeiten, dass wir da kein Gelb drin haben. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe ja wie gesagt, also nicht immer die ja, wie erklärt man das? Nicht immer die Form und bin so fit, dass es mir immer so von der Hand geht, ne? Also das geht mir genauso. Das ist wirklich tagesabhängig. Versuche jetzt hier die Rose ein bisschen in das Gelb hineinzuziehen. Ja, das ist ausbaufähig. Also ich denke, da kann man hier noch ein bisschen die Blätter noch ein bisschen ausarbeiten. Ja, es ist manchmal schon immer noch die sogenannte Schnecke statt Rose. Aber ich denke, angedeutet haben wir es mal.
Muss nicht jedem gefallen, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist jetzt nicht so der Brüller von Rose, der. Also mir sind schon bessere gelungen, sagen wir mal so. Aber ich will es jetzt hier lassen in dem Fall. Ich denke einfach, jeder nimmt sich so ein bisschen was raus, wenn er möchte. Und wer, es gibt bestimmt tausend Mäuschen, die ganz perfekt solche kleinen Röschen malen. Die gelbe finde ich jetzt ein bisschen schöner wie die rote oder rosane. Aber je mehr ich jetzt hier reintunke, umso mehr wird sie eigentlich breit. Na, also das wollte ich eigentlich gar nicht. Man könnte jetzt höchstens eins machen. Dünnere Blätter hier noch so drumherum setzen, sodass die ein bisschen größer wirkt. Aber letzten Endes dürfte das jetzt auch so lang. Also gut. Die gelbe ist okay, die rosane könnte besser sein. Aber wir könnten noch was probieren. Tja, wir sind ja dabei. Wenn schon mal sowas passiert, das probieren wir jetzt wirklich mal aus, ob das nicht am Ende sogar funktionieren würde. Ich probiere das mit euch aus. Ich lasse euch hier voll dabei, indem wir jetzt einfach Gelb mit hineinsetzen. Und zwar an den Stellen, wo uns das mit dem Rot noch ein bisschen zu viel war. Wir probieren jetzt. Wenn das jetzt was wird, das sagt man bei uns, dann haue ich mich aber in den Dreck. Aber so bin ich halt. Verstell mich da auch nicht, weil ich bin so, wie ich bin. Ich glaube, ich mache diese Schnecke einfach nur größer hier. Oh je. Man muss ja immer probieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das alle immer so perfekt hinbekommen beim ersten Mal. Aber man sollte niemals nie sagen. So. Oh, so schlecht ist es gar nicht, oder? Ja. Ihr Lieben, unter diesem Motto, wir härten das jetzt aus. Das sind wir mal knallhart. Und lassen das in der Lampe antrocknen und dann können wir gucken, dass wir mit dem anderen Nagel dann noch, habe ich den überhaupt ausgehärtet? Den habe ich ja gar nicht ausgehärtet, ihr Lieben. Dann machen wir uns in der Zwischenzeit noch ein drittes Design. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja. Dann zeige ich euch das nochmal mit dem, ja, mit so einem Farbverlauf in schräg, den ich auch ganz schön fand von der Art her, einfach weil er recht schnell geht. Und das geht wirklich sehr, sehr schnell. Ihr nehmt praktisch so einen großen, schönen Full-Cover-Pinsel, der so schöne offene Borsten hat, vorzugsweise. Und dann geht ihr einfach in die Farben eurer Wahl. Ich würde jetzt hier einfach mal anfangen. Ich gehe jetzt mal hier in dieses Hellorange. Die härten unter der Lampe doch ein bisschen an, die Farben. Müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen hier. Und setzt jetzt hier großzügig einfach die Farbe an und zieht euch das hier so schräg. Da darf es ruhig mehr Farbe sein, ist gar nicht schlimm. Das wird alles dann noch ein bisschen korrigiert. So, dann macht euren Pinsel sauber wie immer.
Und dann geht ihr schon in die nächste Farbe. Und hier würde ich jetzt vielleicht sogar in das Glitter-Orange gehen. Setzt euch das hier so mit ein bisschen Abstand, damit ihr die Farben dann noch ein bisschen verblenden könnt. Also nicht ganz, seht ihr ja, komm mal ein bisschen näher ran, dass hier so eine offene Stelle ist, ne? Also die würde ich dann einfach ein bisschen lassen, diese Luft. Und jetzt gehen wir einfach in einen Grünton. Und dann nehmen wir unser Spring Queen. Ich finde, das ist mal eine frische Kombi eigentlich. Und da versuche ich die Spitze schon ein bisschen so vorzubereiten, dass man, wenn man nach unten ausstreicht, schon den Glättungseffekt schon ein bisschen hat, sodass wir dann hier beim Verblenden noch ein bisschen Luft haben. So, jetzt wird der Pinsel sauber gemacht. Ich versuche jetzt auch mal hier meinen Huch. Ich schaukel euch wieder. Meinen Tipp dann auch noch ein bisschen hier zu bearbeiten. Hole mir noch ein paar Tipps. Tipps sage ich schon. Tupfer. Ach, Frischtrufe. Wenn wir schon hier Videos drehen. Ich wollte eigentlich heute auch ein Live-Video noch drehen, aber ich glaube, unsere Witterung momentan hier mit Regen ist hier nicht so geeignet für den Empfang. So, ich zeige euch nochmal die Farben. Sieht doch schön aus, ne? Also es könnte was werden von der Optik. So, und auch hier mit diesen langen Borsten einfach in der Mitte zwischen diesen beiden Farben leicht aufsetzen. Nehmt euch den Pinsel am besten im hintersten, dass ihr hier vorne wirklich Luft und Platz habt. Und dann geht ihr ganz zart über diesen Übergang. Keine Angst, wenn ihr euch hier ein bisschen was wegstreichen, geht ein bisschen runter. Wir können immer noch ein bisschen mit der Farbe nachsitzen. So, dann macht euch den Pinsel nochmal sauber. Am besten ist immer so ein kleines Gläschen mit losen Cleaner, da seid ihr dann auch relativ schnell. Und jetzt geht ihr von oben nach unten bis zu dem Übergang, verstreicht euch das hier nochmal, sodass wir dann so einen leichten Verlauf bekommen, einen sanften. Und jetzt gehen wir hier wieder in das Orange. Und dann gehen wir ganz sachte zur Spitze des Nagels in dem Fall in diese andere Farbe hinein. So, dann seht ihr ja auch, wo ihr Farbe aufgenommen habt, ne? Und da könnt ihr auch wieder ansetzen. Da könnt ihr auch genau da, wo der Grünton ein bisschen satter ist, da den Pinsel wieder ansetzen und leicht nach oben gehen. Und dasselbe wieder hier. Und dann habt ihr hier so einen schönen, soften Verlauf. Man muss natürlich der Farbe auch noch ein bisschen Zeit geben, ein bisschen sich setzen zu lassen. Wem das jetzt hier oberhalb zum Beispiel mit dem Schrägen hier noch nicht satt genug aufgetragen ist, dann geht einfach mit dem sauberen Pinsel nochmal rein und verstreicht euch das einfach gerade nach oben. Dann habt ihr ganz sanft von euch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit meinen Handschuhen hier nicht alles. Ich mache euch dann gleich die Unterlage noch mal drauf, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Und bei dem Grün mache ich dasselbe auch. Ich mache leicht mit dem Pinsel hier meinen Übergang. Und wenn ich merke, dass mir das jetzt hier zu durch die Pinselstreifen zu streifig wird, geht ihr nochmal gerade drüber, wartet, bis die Farbe sich gesetzt hat und dann geht ihr mit dem sauberen Pinsel wieder, sauberer Pinsel, geht ihr dann hier nochmal drüber.
Und ich merke, dass ich jetzt hier im orangen Bereich gegenüber dem und dem zu viel in der Mitte habe. Dann gehe ich hier nochmal ganz leicht rein, weil diese Farbe natürlich durch die Glimmerpartikel ein bisschen ja, dickviskoser ist gegenüber den anderen. Aber ich denke, das kann man so stehen lassen. Ja, so kriegt man natürlich auch einen Verlauf hin. Ich zeige euch mal noch das Beispiel, was ich hier gearbeitet habe. Hier habe ich mit dem Glimmer Orange gearbeitet, mit dem Natur und mit einem Rosaton. Das war auch eine Kombi, die mir ganz gut gefallen hat. Und ich setze euch jetzt gleich das mit dem Grün, wenn es ausgehärtet ist, dagegen. Dann seht ihr dann auch, wie da so ein bisschen der Unterschied aussieht. Hier kann man dann noch ein bisschen Nailart setzen, ein paar Perlchen. Können wir vielleicht noch im Anschluss, mache ich das vielleicht fertig und setze es euch dann noch als Bild hinten dran. Jetzt holen wir mal unsere anderen Beispiele wieder raus. Und zwar unser fertiges Nummer 1 mit dem glasigen Verlauf, so ein bisschen mit dem Marbeln, mit diesen Tönen und mit diesen zwei Rösten. Ich finde das eigentlich ganz hübsch und es passt jetzt auch in die Frühjahrszeit. Man will ja so ein bisschen was Helles haben. Da kann man jetzt mit Gelb die anderen Finger abwechseln. Gelb, Candy Pink zum Beispiel und mit dem Koralle Uni halten oder dann vielleicht einen, den als Mittelfinger, den Ringfinger dann vielleicht mit einem anderen Farbverlauf und dann vielleicht so den Nagel, wie soll ich es euch sagen, von der Idee her praktisch wie ein extrem French machen und dann diesen Farbverlauf kann man dann dagegen setzen, wenn man das sieht. Da kann man also wirklich ganz, ganz viel machen. Also ich fand den jetzt sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und ja, zu dem zweiten hatte ich ja jetzt euch gezeigt, hatte ich, bevor wir das jetzt hier versiegeln dann, hatten wir diesen Verlauf gemacht in Längs. Wie ihr seht, bin ich total versaut. Gut, dass ich die Handschuhe anhabe. Und da machen wir jetzt auch ein Design, was ganz schnell geht. Für diejenigen, die natürlich Wandsdruck gut können, für die wird das natürlich ein Highlight sein, sowas immer zu zaubern. Ich probiere es jetzt heute mal mit dem Pinsel. Das ist, wer das fragen würde wollen, das ist der Vamp Wandsdruck 1 von Moira. Der lässt sich damit auch ganz gut machen. Da geht ihr jetzt praktisch in dieses Zitrone hinein. Aber wir können auch hier mit dem arbeiten. Und dann macht ihr das wie bei der Wandsdrucktechnik ja auch. Einarbeiten. Gut, da macht er ja in eine. Das können wir ja eigentlich auch so machen. Da gehe ich mit einer Spitze in den Versiegeler von unten. Und mit der Spitze gehe ich ins Gelb. Aber das reicht mir hier noch nicht. Ich möchte das hier nur so andeuten. Und zwar kann man das machen, indem man hier zum Beispiel so eine leichte Blütenmitte schafft. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel hier so rein. Ich kann das mit dem Wandsdruck nicht so. Deswegen habe ich da immer, suche ich immer nach Methoden, wie ich es kann. Und da habe ich ganz einfach mir die Spitze genommen und bin mit der Spitze federnd Stück für Stück habe ich mir da so Blütenblätter erarbeitet. Aber nur mit dieser Spitze hier. Dann drehe ich mit dem Pinsel ein bisschen, dann kann ich da die andere Seite auch noch machen. Wenn es jetzt hier nicht so gefällt, dann könnt ihr das noch ein bisschen korrigieren, sodass das
angedeutete Blütenblätter sind. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich möchte natürlich, dass es nicht nur drei Blüten ergibt, sondern es soll ja so angedeutet sein, dass diese Blütenblätter hier weitergehen. So, das war es eigentlich schon. Und das könnt ihr jetzt zum Beispiel hier auf der Seite dann auch noch machen, indem ihr dann die andere Farbe noch nutzt. Nämlich mit dem Candy. Nee, das ist das Koralle. Das ist nicht das Neon. Man könnte vielleicht hier unten die Blüte ansetzen. Auch alles nur mit der Spitze tupfen. Dass der Untergrund immer noch bleibt. Ein bisschen so, ein bisschen verzittern, kommt mir gerade recht. Solange wir die Zähne nicht dazu noch klappern, ist das die ideale Variante. Man muss nicht immer perfekt sein und ich denke, es gibt genügend Möglichkeiten, solche Blütenblätter zu zeichnen. Ich möchte es auch nicht so akkurat, sondern wirklich nur so angedeutet. Ich hoffe, man kann das sehen. Und durch diesen tollen Untergrund und diesen glasigen Untergrund, ne, weil wenn man das ganz genau sieht, sieht man auch, dass das so ein glasiger Untergrund ist, wirken diese Blütenblätter richtig toll. Also für meine Begriffe. So, und jetzt gehen wir einfach in die Lampe, holen uns den anderen raus, härten das dann an und in der Zwischenzeit zeige ich euch nochmal den Verlauf mit diesem schönen Grünton. Muss ich mir nochmal ein neues um euch das hier so zu zeigen, damit ihr das auch seht. Ich glaube, so kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ich finde das sogar richtig edel, weil das diesen, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt in der Kamera. Ich kann es jetzt von hier mit dem Licht nicht so erkennen. Aber das ist unheimlich schön, dezent und trotzdem hat das so ein bisschen was. Und da könnt ihr dann so mit Perlchen oder sowas, könnt ihr da noch arbeiten. Können wir ja zusammen dann im Anschluss noch erarbeiten und dann mache ich euch ein Foto dazu, weil das meistens immer so lange dauert und das ärgert mich dann immer und soll ja auch für euch nicht so lange werden. Ja, jetzt haben wir den anderen auch schon wieder ausgehärtet. Das zeige ich euch dann alles im Anschluss nochmal auf Bildern auch, mache ich euch die Fotos. Jetzt muss ich mal kurz hier am kurz weg. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Bitte entschuldigt. Passiert auch mir. So, wir waren stehen geblieben, dass wir den jetzt hier fertig haben. Und den tun wir jetzt einfach nur noch mal ein bisschen umranden. Also das heißt, die Blütenblätter ein bisschen Struktur noch mal geben. Und dann gehen wir gerade bei dem rötlichen, gehen wir dann einfach in das Gelb. Wäre so eine Variante. Und da auch zitternd, so ein bisschen wie bei der 70-jährigen Omi, einfach hier so umranden ein bisschen. Dann könnt ihr hier innen drin noch ein bisschen am Rand von dem Mittelteil noch ein bisschen Gelb auftupfen. So dass ihr hier diese Blüte ein bisschen betont. Finde ich richtig, richtig schön, weil es einfach irgendwie so soft aussieht. Ihr könnt jetzt zum Beispiel innen auch noch ein bisschen, wenn euch das zu rot hier ist, geht ihr auch in den Versiegler rein. Ein bisschen in das Gelb rein, sodass es ein bisschen milchiger wird. So, war schon wieder passiert, war ich wieder weg, ich weiß nicht, ob ihr das
das jetzt in dem vorhergehenden noch mitbekommen habt. Ich lege sie euch hintereinander weg dann ins Video hinein, sodass ihr das dann seht. Ich habe jetzt hier praktisch nochmal mit Gelb ein bisschen die Blütenblätter strukturiert. Hier ein bisschen Gelb angesetzt und ich war gerade dabei, euch zu erklären, wie man das noch machen kann. Ein bisschen Gelb mit dem Versiegler vermischen und dann hier vielleicht hier so ein bisschen noch Schatten hineintupfen, aber muss eigentlich gar nicht sein. Ich finde, es kommt hier sehr, sehr schön rüber mit diesem Effekt. Und ich finde, es sieht richtig hübsch aus. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Jetzt machen wir das hier mit dieser Blüte nochmal. Dann müssen wir dann in dem Koralle uns das strukturieren. Und auch da ein bisschen verzittern. Sodass das keine gleichmäßigen Blütenblätter ergibt. Das wollen wir gar nicht erreichen. Noch einen so ein Blatt davor gesetzt. Das kann man jetzt hier noch ein bisschen dunkler machen. Auch hier noch mal was reinsetzen, so wie es euch im Prinzip gefällt. So dass diese Blüte hier so ein bisschen ja ein bisschen anders wirkt. Jetzt könnt ihr noch mal in das Gelb gehen. Und könnt jetzt hier auch noch mal den Blütenmittelpunkt ein bisschen ansetzen, ein bisschen verstreichen, dass keine geraden Kanten sind, sondern einfach wirklich nur so ein bisschen angezittert, sage ich jetzt mal. Da kann man jetzt aber auch noch mal oberhalb mit dem Koralle reingehen zum Beispiel und hier noch mal drüber setzen, so dass dann auch hier eine Struktur entsteht. Das würde ich jetzt schon so lassen und aushärten und dann nur noch versiegeln und dann hole ich euch zum Endergebnis zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück mit meinem Endergebnis von heute. Habe jetzt hier noch ein paar Verzierungen gemacht und zwar hier eigentlich nur noch versiegelt und mit goldenen und silbernen Perlen Akzente gesetzt, auch hier, und habe noch zusätzlich mit einem Glamour-Gel gearbeitet, zum Beispiel das Glamour Gold von Frinel, das ist die Nummer 148, wer da Interesse hat. Und hier bei dem letzten Beispiel habe ich dann noch ja auch mit einem Nail Art Tool gearbeitet. Es sind solche schönen Kristallsachen drin. Ich kann es nicht beschreiben, wie nennt man das? Ringe oder Dots? Ich weiß es nicht, wie man es nennt. Und habe dann noch mit dem Glamour Gold punktuell so ein bisschen was gesetzt und mit dem Clair Gold. Das fand ich nämlich auch sehr schön, 392, weil diese Teilchen sind ja nicht ganz silber, auch so ein bisschen hell, irgendwie so milchig. Und da habe ich mir gedacht, okay, das würde dazu ganz toll passen. Und ihr seht ja, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich es euch einfangen kann, das ist so ein klares Gel mit so Glimmerpartikeln drin. Also wunderschön, gerade auch für so sogenannte Nailart, ganz toll zu verwenden. Und habe jetzt gedacht, okay, das Lindgrün hier unten gefällt mir auch ganz gut, wobei es heißt ja Spring Green, habe das mit dem Mattversiegler gemacht und hier oben ganz normal mit dem klassischen Finish-Versiegler ohne Schutzschicht. Ja, das war es eigentlich schon. Da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, wir sehen uns zum nächsten Video gerne wieder. Bis dann, eure Sylvie.